Schon wieder Frame-Einbruch, das gibt's ja schon fast nicht. Und ich dachte gerade, ich habe keine Spitzhacken mehr dabei. Das wäre natürlich im Nether ziemlich bescheiden. Weil die gehen ja auch ziemlich schnell kaputt. Und deswegen ist das nicht so eine gute Idee. Oh. So, reicht das jetzt? Natürlich nicht. Hier ist ja noch mehr. So, bauen wir mal ab. So. Ein hoch müssen wir noch. Oder müssen wir keinen mehr hoch? Doch, müssen wir. Hier diesen Nether-Dreck. Ich nenne ihn immer gerne Nether-Dreck, weil da ist Neverred. Neverreck. Und ich nenne ihn Nether-Dreck. Weil man von denen so viel bekommt. Und man da so wenig mit anfangen kann und so unglaublich viel damit davon bekommt im Nether. Das ist schon ziemlich erstaunlich. So. Hier nochmal den Dreck wegbauen und ich bin gleich wieder out auf Cobblestone. Jo. Ich weiß aber nicht, ob ich das auch aufnehmen soll, wie ich den schönen, guten Cobblestone farme. Ich bin mir nicht ganz sicher. So. Ja, au. Und wir müssen noch einen höher. Hahaha. Aber ich bin jetzt out auf Cobblestone und das ist ziemlich blöd. Ha, wir können ja hier schon mal, ich kann ja schon mal hier das wegmachen. Das Helmportal nervt gerade ein bisschen. Aber nur ein ganz klein wenig. Alter. Das Helmportal bringt meinen PC zum Rödeln und das heißt nichts. Das heißt ganz einfach Frame-Einbrüche bei Minecraft. Aber der Nether nimmt auch, glaube ich, ein bisschen mehr Arbeitsspeicher ein. Und ich habe ja, wie gesagt, nur noch 3 GB RAM. Bis nach Weihnachten. Ach genau, das wollte ich euch auch noch gesagt haben. Da wollte ich jetzt extra kein Infovideo anfangen, weil es sollen ja halt Let's Plays sein und keine Infovideos. Und ja, als erstes gehen wir mal wieder zurück in die reale Welt. Mal schnell hier in die reale Welt rum switchen. Wie gesagt, was ich sagen wollte, war es mir schlecht. Uah. Die Sonne geht unter. Ich komme immer noch nicht dazu, das zu sagen, was ich sagen möchte, weil jetzt die Sonne untergeht und ganz schnell runtergeht und wir schnell schlafen müssen und das alles viel zu schnell geht und wir gerade vom Nether kamen und alles verwirrend und alles ängstlich und keine Ahnung was und schnell zu. So. Haben wir das auch. Auf mit der Tür. Hundi, hallo Hundi und Nacht. Und jetzt gehen wir pennen und alles schick und dann werden wir Cobblestone farmen, total interessant und ich weiß und alles bla 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 und hier super und hier wird ein Keller kommen und alles, ich rede viel zu schnell, ihr kommt gar nicht mit und das und das. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und jetzt müssen wir im Cobblestone farmen. Und ich habe keine Lust. Und es ist so langweilig für euch. Und das ist eben für mich auch langweilig. Und das wird langsam echt langweilig. Und okay. Habe mich wieder eingekriegt. Auf jeden Fall Cobblestone farmen. In der Höhle. Von Novgorod. Ach nee, das war ja der Fluch von Novgorod beim Hansapark. Das war, glaube ich, die dritte
schnellste Achterbahn in Europa sein. Also ja, von 1,3 Sekunden von 0 auf 100. Ja, das könnte schon hinkommen und in Europa. Aber ich weiche jetzt total vom Thema ab und hier schon wieder nichts. Aber das Thema war, genau. Das Problem ist jetzt mit dem neuen PC, beziehungsweise mit den neuen Sachen für den PC, dass das jetzt nicht genau am Weihnachten passieren wird, sondern im neuen Jahr wird der erst weggebracht, weil der, den, wo ich das hinbringe, macht Urlaub und ich weiß nicht genau wie lange, ich glaube bis neuen Jahr oder nur bis Weihnachten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich weiß es nicht genau. Und deswegen wird das erst im neuen Jahr was. Ja, ist ziemlich schade, weil ich will ja auch noch Brotherhood weiter let's playen. Und danach wird Revelations starten. Und dazu habe ich auch schon richtig Laune, aber ja, kann man nichts machen, weil selber kann ich mir die Sachen auch nicht einbauen. Also, das ist mir zu riskant, die einzubauen. Habe ich auch nicht sehr, sehr, sehr viel Ahnung, gebe ich gerne zu. Und deswegen, ja. Oh, ich habe Kohle gefunden. So, und dann können wir jetzt hier nochmal abbauen. Und deswegen wird das erst 9 Jahre. Aber dann habe ich nicht mehr 3 GB RAM, sondern 8 GB RAM, 4 Kernprozessor mit 3,4 GHz, 4x 3,4 GHz und eine Grafikkarte Nvidia GeForce GTS 480, glaube ich. Und da kann ich Bravoed und Crysis 2 und Crysis 1 auf höchster Grafikstufe spielen und aufnehmen. Also schon eine ziemlich gute Grafikkarte. Zwar so gut ist sie jetzt nun auch wieder nicht, aber sie ist besser als meine 30€ Grafikkarte, die ich jetzt hier in meinem PC drin habe. Weil die hat wirklich nur 30€ kostet die. Und das merkt man auch langsam, deswegen brauche ich eine gute neue Grafikkarte und ein neues Mainboard habe ich dann auch noch, muss ich haben. Wegen den GM3 Schoggle oder wie das heißt. Weil dem Mainboard, was ich drin habe, hat nun ein GM2 Schoggle oder wie das auch immer heißt. Ich habe keine Ahnung, müsste ich jetzt mal nachgucken. Aber ich bin ja im Let's Play und deswegen kann ich das jetzt gerade nicht machen. Huch. Und ich muss jetzt hier halt noch ein bisschen Cobblestone farmen. Und wenn wir Glück haben, treffen wir auch noch auf Diamanten, aber hier oben auf dieser Ebene glaube ich wohl eher nicht, dass das was wird, Diamanten zu farmen. Und das Praktische ist, was ich auch noch sagen wollte, übermorgen sind ja Ferien und da wird es dann auch ein paar mehr Videos geben von mir. Vielleicht immer 2 Minecraft und 1 oder 2 Modern Warfare 3 Parts, weil das will ich auch so schnell wie möglich beenden. Weil so viel Spaß macht mir das Projekt auch nicht, aber ich will es auch nicht abbrechen. Also das Spiel ist schon gut, aber nicht so gut wie Modern Warfare 2, muss ich sagen. Und deswegen will ich das eigentlich so schnell wie möglich durchhaben, aber ich bin ja jetzt auch schon bei Part 10 und ich habe noch 3 Parts aufgenommen und deswegen wird das eigentlich auch schon ziemlich gut sein, ziemlich schnell durchgespielt haben. Dann werde ich Fable 3 auch noch irgendwie über die Runden bringen und dann weiß ich noch nicht, was ich als neues Projekt machen möchte. Wenn ihr Ideen habt und ihr habt Ideen, schreibt mir die unter dieses Video. Würde mich freuen und dann würde ich mal gucken, wie das Spiel so ist oder ob ich es kenne. Oder ob ich das vielleicht auch schon mal vorhatte zu Let's Playen und dann wird das vielleicht auch schon bald als Let's Play gehen. Als ein Let's Play davon geben. So, wie viel Cobblestone haben wir? Oh, wir haben schon viel. Und wenn ihr Lust habt oder wenn ihr Themen habt, die wir hier in dem Minecraft Let's Play besprechen können, könnt ihr die auch gerne schreiben. Dass das auch ein bisschen interessanter für euch wird, weil nur Blöcke abbauen ist ja auch nicht gerade immer sehr interessant. Nein! Ach du Scheiße, was ist denn das? Warum ist hier ein Cobblestone?
Ach, hier war ich ja schon mal unten. Ich bin auch so ein Trottel. Den baue ich jetzt mal einfach hier mit dem Never Red Zeugs hoch. Weil man davon so viel hat und man nicht weiß, wohin damit. Laufe ich mal schnell hoch und dann werde ich auch die Aufnahme beenden. Ich nehme jetzt hier schon so gut wie eine Stunde Minecraft auf. Dann habe ich auch schon wieder einen schönen Vorrat, obwohl ich immer noch eine Stunde, ich glaube, mehr als eine Stunde einen Vorrat habe. Und ja. Gut, das soll es denn auch gewesen sein. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession von Minecraft. Tschüss.